begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Ich habe meinen schönen Kelch dabei, natürlich einen wunderschönen Klangkelch. Denn, also das kennst du jetzt bereits vom letzten Video, wenn ich den Kelch nehme, dann geht es um die Schönheit, um die Feinheit. Und heute bereite ich dir eine Haarmaske vor für deine splissige Haare, wenn du Spliss hast. Wie kannst du das mit ganz natürlichen und einfachen Mitteln aus der Küche, mit gesunden Lebensmitteln wieder also schön hinbekommen, dass du also natürlich schöne glänzende und feine weiche Haare bekommst. Ich habe hier 2 Esslöffel Olivenöl mitgebracht und natürlich auch eine Avocado. Aber ich habe gesehen, der Avocado ist ein bisschen braun. Denn das möchte ich dir auch beibringen, wenn du natürlich so eine Avocado zu Hause hast, dass du das nicht in der Tonne schmeißt, denn das wäre auch wirklich zu schade für die Umwelt. Du weißt ja auch, dass die Avocados also unheimlich viel, viel Wasser brauchen, bis die natürlich bis zu 200 Liter Wasser braucht das Avocado. Und da sollen wir auch mit unseren Nahrungsmittel oder mit diesen Produkten von diesen Kostbarkeiten der Natur auch ganz bewusst umgehen. Und wenn du jetzt so eine Avocado zu Hause hast, also dass du ganz spontan sagst, weißt du was, ich bereite mir eine tolle Haarmaske vor. Und das gehört auch zur Spiritualität. Natürlich dieses bewusste, dankbare auch, dass du das auch wertschätzt. Ich nehme jetzt eine halbe Avocado und die ist auch schön, schön, ganz schön weich. Die quetsche ich zusammen. Solltest du aber jetzt ein ganz, ganz langes Haar haben, natürlich kannst du auch eine ganze verwenden. So, dann schön verrühren. Und dazu kommt noch ein Teelöffel frisch gepresste Zitrone. So. Und das alles vermengen mit diesen 2 Esslöffel Olivenöl. Und dann kannst du das also großzügig in deine Haare auch einmassieren. Also das ist auch für deine Kopfhaut wunderbar. Und dein Haar bekommt einen ganz schönen Glanz. Und also es sind sehr viele Nährstoffe hier in diese Masse auch durch den Avocado. Und schau mal, so sieht es denn aus, wenn du also langes Haar hast. Natürlich kannst du dann die ganze Avocado verwenden. Ich nehme heute nur eine halbe, da wir ja auch natürlich bewusst sind und wollen nicht verschwenderisch sein. So, ich fülle das ab. Und also das probiere ich heute aus. Also ich bereite mir eine selbstgemachte Haarmaske mit vor und lasse das halbe Stunde natürlich in meine Haare einziehen und einmassieren. Und so sieht es denn aus, wenn das fertig ist. Und gegebenenfalls ist das so natürlich, dass du das sogar essen kannst. Ich wünsche dir viel Freude beim Nachmachen und schreib in den Kommentaren, ob dir das auch gefallen hat. Wenn das der Fall war, freue ich mich natürlich über ein Like, über dein Abo, über die Kommentare sowieso. Und natürlich darfst du auch dieses Video teilen und ausprobieren. Ich sage bis bald. Namaste, deine Valeria.